Man kann sich nun auf die Architekten zur Biennale in Venedig zulassen, und das Echo auf diese erste Architekt zur Biennale war eben zwar schon die Ausstellung in Venedig, bildet in einer Umgangs mit Vollkämpfen von uns dem Motto, die Gegenwart der Vergangenheit auf eine Tradition der Moderne, die dem neuen Historismus Platz macht. Dass die Gegenwartung Moderne sich aus der Auseinandersetzung der Vergangenheit gespeist hat, dass Frank Lloyd Wright nicht ohne Japan nicht kompliziert, nicht ohne Antike und Mediterranes bauen, nicht ohne nichts von der hohen Schicke und deren denkbar gewesen wäre, weiß sogar der Kritiker aus der Katz. Seine These ist, die Postmoderne gibt sich als Antimoderne her, ja, meine Lieben. Dieser Satz gilt für eine affektive Strömung, die in die Poren aller intellektuellen Bereiche eingedrungen ist. Und Theorien der Nachaufklärung? Der Postmoderne, der Nachgeschichte, kurz einen neuen Konservatismus auf den Landruf nach, damit kontrastieren Adorno und Sandel. Adorno hat sich dem Geist der Moderne so vorbehaltlos verschrieben, dass er schon in dem Versuch, die authentische Moderne vom bloßen Modernismus zu unterscheiden, jene Affekte bitter, die auf den Erfolg der Moderne antworten. So mag es nicht so lange gemessen sein, wie Dank für einen Adorno-Preis in dieser Form abzustarten, dass ich der Frage nachgehe, wie sich mit der Bewusststellung der Moderne überhaupt heute fallen. Ist die Moderne passé? Ist die Postmoderne behauptet? Ist die vielstimmig ausgerufene Postmoderne nicht phony? Ist Postmoderne ein Schlagwort, unter dem so unauffällig diese Stimmung beherrscht, die die kulturelle Moderne seit Mitte des 19. Jahrhunderts in sich aufgebracht hat? Wer, wie Adorno, die Moderne um 1850 beginnen lässt, sieht nie mit den Augen Baudelaires und der avantgardistischen Kunst. Lassen Sie mich diesen Begriff von kultureller Moderne, das kurze Blick auf die lange von Hans Rohrer, die ausbedeutende Vorgeschichte erläutern. Das Wort Modern ist erst im 15. Jahrhundert vorgekommen. Und wie eben offiziell geworden, christliche Gegenwart von der handgeschriebenen Programme abzugrenzen. Mit Wechsel in die Hand und Modernität. Immer wieder das Bewusstsein einer Epoche aus, die sich zur Übergang zur Vergangenheit in Beziehung setzt und sich selbst als Resultat von Altem und Neuem begreift. Das gilt nicht nur für die Renaissance. Mit der für uns die Neuzeit beginnt. Als Modern verstand man sich auch zur Zeit Karl des Großen, im 12. Jahrhundert und zur Zeit der Aufklärung. Also man daran, auch dann, wenn sich in Europa das Bewusstsein einer neuen Epoche, ein neues Verhältnis zur Antike gebildet hat. Dabei hat die Antiquitas bis zum berühmten Streit der Moderne mit dem Altmund, das hieß mit den Anhängern des klassizistischen Zeitgeschmacks in Frankreich des späten 17. Jahrhunderts, als normatives und schon nachdenken empfohlenes Vorbild gegolten. Erst mit den Revolutionsidealen der französischen Aufklärung, mit der durch die modernen Wissenschaften inspirierte Forschung vom unendlichen Fortschritt der Erkenntnis und eines Fortschreitens zu gesellschaftlichen Moral und Besseren, löst sich allmählich der Blick aus dem Band, die klassischen Werte der antiken Welt und den Geist der jeweils modernen ausgeübt haben. Schließlich sucht sich die Moderne, indem sie dem Klassischen das Romantische entgegensetzt, ihre eigene Vergangenheit in einem idealisierten Mittelalter. Ja, ist noch lange nicht vorbei, ne? Mein Lieber. Ja, das wissen wir, ja. Entschuldigung. Wo war ich eigentlich? Im Laufe des 19. Jahrhunderts entlässt diese Romantik aus sich jenes radikalisierte Bewusstsein